Aber müssen wir trotzdem dazu kommen, dass wir es ein bisschen definiert haben. Ein Server besteht meistens aus einer Hardware und einer Software. Und man kann sowohl die Hardware als auch die Software als Server bezeichnen. Wenn man jetzt zum Beispiel davon spricht, ja, der Server steht da hinten in der Ecke, dann meint man meistens eine große Kiste, ja, die da irgendwo steht. Man spricht aber auch häufig von der Software als Server, ja, zum Beispiel, wenn man sagt, ja, wir haben hier einen Webserver oder einen File-Server oder sowas, dann meint man meistens nicht irgendwie die Hardware, sondern die Software an sich, ja. Weil was da dahinter alles steht, hinter der Software, das muss ja nicht nur eine Kiste sein, sondern es können ja auch eine ganze Gruppe von Servern sein, die aber die alle eine gemeinsame Funktion haben. Und wenn man Server übersetzen würde, dann wäre das also die englische direkte Übersetzung wäre Diener. Ja? Wenn wir von Server sprechen, dann ist es meistens so fast ehrfurchtvoll, der Server, ja, wir müssen auf den Server aufpassen und so weiter. Aber im Prinzip ist es nichts anderes als ein Arbeitstier, das halt die Aufgaben von den Clients erledigt. Ja, also ja, mehr macht er nicht. Ja, das hat vielleicht ein bisschen Intelligenz und so weiter, aber eigentlich ist es nur ein Arbeiter. Ja, der hat seinen Job zu erledigen und fertig. Aber prinzipiell sollte Ihnen klar sein, der Begriff Server ist abstrakt, ja, und er kann mehrdeutig sein. Ja. Es ist nicht immer an eine bestimmte Sache gebunden, sondern man verwendet den Begriff sehr gedehnt und sehr flexibel. In der Regel ist es aber so, dass Server irgendwo zentral stehen, ja, also nicht irgendwo im Eck dann, sondern irgendwo im Rechenzentrum. Und die haben natürlich deutlich mehr Rechenleistung als normale PCs. Also Rechenleistung und Speicher ist natürlich wesentlich mehr als ein normaler Rechner.